Also eine Sache habe ich noch vergessen. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, Europa ist mit etwa 8,4% an dem Programm beteiligt. Wir sind aber eigentlich ganz gut über die Raumstation verteilt. Das Columbus-Modul hatte ich gerade genannt, das ATV, wirklich ein fantastisches Vehikel, das in Europa gebaut wurde, auch ganz stark mit der Beteiligung von deutschen Firmen, das vollautonom an der Raumstation angedockt, andocken konnte. Dann haben wir dieses Multipurpose Logistics Modul, wurde in Europa hergestellt, zwei der sogenannten Nodes, an die Elemente dann angedockt werden können. Die Cupola hatte ich eingangs genannt, eine Vielzahl von sogenannten Externungslasten, unter anderem das sogenannte Alpha Magnetic Spectrometer, an dem auch Wissenschaftler hier von Aachen beteiligt sind. Der European Robotic Arm, der wartet noch auf seinen Start, der soll im nächsten Jahr zusammen mit einem russischen Modul nach oben kommen. Und das zentrale Rechnersystem des russischen Segments, das sogenannte Data Management System, R für Russland. Also auch wenn das sich nach einem verhältnismäßig kleinen Beitrag anhört, wir sind gut dort oben vertreten und übrigens mehr als 50% des hermetischen Volumens der internationalen Raumstation werden von europäischen Modulen dargestellt. So, ein paar Worte zu dem Thema Forschung um Erdorbit. Hauptaufgabe der Besatzung dort oben ist die Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen in einem weiten Spektrum von Themen. Sie sehen hier, diese Themen reichen von Grundlagenforschung wie Fundamentalphysik, Extraterrestrik, Flüssigkeitsphysik, Gravitationsbiologie bis hin zu mehr anwendungsorientierten Themen wie Materialwissenschaften, Biotechnologie, Humanphysiologie. Und wir haben seit die internationale Raumstation dort oben von Menschen besucht wird, über 250 Experimente durchgeführt und eine Vielzahl an Publikationen wurden in der Zwischenzeit generiert. Schon bevor das Columbus-Modul oben ankam, hier sehen Sie meinen Kollegen Hans Schlegel, der 2008 das Columbus-Modul zusammen mit unserem französischen Kollegen Leopold Eihartz hochgebracht hat. Hans hat hier Außenbordeinsatz gemacht und ist hier dabei, die Meteoritenschutzschilde nochmal zu überprüfen. Und seit 2008 versieht also das Columbus-Modul seine Aufgaben. Sind an dem ISS-Programm insgesamt 16 Nationen beteiligt, aber an den Forschungsthemen sind über 83 Länder von der ganzen Welt beteiligt. Sie sehen es hier grün dargestellt. Insgesamt 2400 Forscherinnen und Forscher und über 1700 Experimente, die dort oben bereits durchgeführt wurden. Also recht beachtlich und ich möchte Ihnen, bevor ich jetzt vielleicht mal so ein paar vereinzelte Beispiele Ihnen nenne, noch generell etwas zu den Forschungsthemen sagen. Ich möchte das mal in Verbindung auch mit einigen Zielen stellen, die die Vereinten Nationen definiert haben für nachhaltige Entwicklung. Die Raumfahrt ist zweifellos nicht die Lösung aller Probleme. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Es gibt sicherlich viele, viele Themen, die wir uns, auf die wir uns konzentrieren müssen, aber zweifellos kann die Raumfahrt zu fast all diesen Themen wichtige Beiträge leisten. Ja, wenn Sie mal an so Dinge denken, wie wie kann man den Hunger verhindern, wie kann man, Herr Professor Baumann, Sie haben es angesprochen, das Thema mit den Flüchtlingen, wie kann man mit einem Beitrag dazu leisten, dass Menschen nicht aus ihrer Heimat flüchten müssen, wenn wir jetzt mal von kriegerischen Auseinandersetzungen absehen, die Frage von Hunger, dass man in bestimmten Regionen es sehr schwer macht, Landwirtschaft zu betreiben. Hier wird Forschung dort oben betrieben oder denken Sie an so Dinge wie sauberes Wasser, Zugang zu sauberem Wasser, ein Thema, was immer, immer mehr in den Vordergrund in Entwicklungsländern liegt. Man muss dort oben an Bord der Raumstation über sehr komplexe Systeme sich das Wasser selbst aufbereiten. Und somit können diese Technologien natürlich nicht nur dazu verwendet werden, um Raumfahrt zu betreiben, sondern das Ziel und die Tatsache, die Wirklichkeit.
eingesetzt werden können. Und so gibt es für die meisten dieser, ich will nicht sagen für alle, aber für die meisten dieser Blöcke, diese nachhaltigen, diese globalen Ziele für eine nachhaltige Wirkung, definitiv einen Beitrag, den die Raumfahrt in ihrem gesamten Spektrum, aber auch insbesondere gerade die Forschung, die wir an Bord der Internationalen Raumstation machen, leistet. So, jetzt ein paar kurze Beispiele. Allein das kann Nachmittag füllender Vortrag sein. Ich habe deshalb einfach nur mal ein paar Themen rausgegriffen, die ich hier in meiner Mission bearbeitet habe. Alexander Gerst hat ebenfalls ein riesiges Spektrum von Aufgaben gehabt, beispielsweise in Materialwissenschaften. Er hat dort oben einen neuen Ofen in Betrieb genommen, einen sogenannten elektromagnetischen Levitator, mit dem man Metalle, Legierungen der Schwerelosigkeit, ohne dass sie mit irgendeinem Container in Berührung treten, schmelzen kann und dann thermophysikalische Größen untersuchen kann, wie beispielsweise die Viskosität von bestimmten Legierungen. Und dieser Parameter Viskosität ist eben für bestimmte Produktionsprozesse hier auf der Erde von großem Interesse, beispielsweise wenn hochkomplexe Güsse hergestellt werden müssen, wie Aluminiummotoren, dann werden solche Gussformen zunächst mal im Computer simuliert. Man muss dafür die Viskosität der Schmelze sehr gut kennen. Und das Problem ist, dass man eben diese Viskosität hier auf der Erdoberfläche nur mit einer gewissen Genauigkeit messen kann. Dort oben geht das alles viel, viel genauer. Und deshalb ist die Erkenntnis oder das Wissen von solch einem Parameter bereits ganz entscheidend, um solche Produktionsprozesse hier zu verbessern. Wir sehen hier so einen kleinen Bildschirm mit ein paar Pünktchen. Das ist das sogenannte Plasma-Kristalle-Experiment. Da wird in einer Kammer ein Plasma hergestellt, dann werden dort Staubteilchen hineingegeben und im Prinzip handelt es sich hierbei um Grundlagenforschung, denn diese Staubteilchen nehmen auf ihrer Oberfläche dann diese freien Ladungsträger auf und verhalten sich wie Atome, Moleküle im Festkörper einer Flüssigkeit oder in einem Gas. Und deshalb eignet sich dieses Verfahren für die Untersuchung insbesondere von Phasenübergängen. Und hier wurde eben mit den Parametern, die man einstellen kann, ein Plasma, ein Zustand erzeugt, der vergleichbar ist mit einem Festkörper. Sie sehen, diese Staubteilchen haben sich hier einigermaßen regelmäßig in einem Gitter, wie vergleichbar mit einem Kristallgitter, angeordnet. Und daher hat dieses Experiment seinen Namen, Plasma-Kristall-Experiment. Würde auf der Erde leider nicht funktionieren, denn die elektrostatischen Kräfte, die Coulomb-Kräfte, die dazu führen, dass sich diese Staubteilchen so anordnen, sind wesentlich kleiner als das Gewicht dieser Staubteilchen hier auf der Erde wäre. Und deshalb würde das auf der Erde nicht funktionieren. In der Schwerelosigkeit funktioniert das und man kann hier dann eben genau solche Untersuchungen machen, gewissermaßen auf makroskopischer Ebene und hat damit ein neues Verfahren und eine neue Möglichkeit, diese Prozesse zu untersuchen. Ganz interessant, aus diesem Experiment hat sich eine praktische Anwendung ergeben. Man hat nämlich festgestellt, dass man mit diesen kalten Plasmen sehr gut Oberflächen desinfizieren kann. Das heißt, sowohl in der Medizin, bei Operationen, man sieht immer, das Personal steht dann da, muss dann minutenlang Hände, Arme waschen, um eben absolut keimfrei zu sein. Mit Hilfe von solchen kalten Plasmen kann dieser Prozess erstens mal viel schneller durchgeführt werden und man braucht keine Chemie dabei. Das Gleiche gilt natürlich für Instrumente. Man kann all diese P-Instrumente mit den kalten Plasmen desinfizieren und man kann damit Wunden desinfizieren und damit Heilungsprozesse vorantreiben. Und inzwischen gibt es auch Anzeichen dafür, dass man mit diesen kalten Plasmen auch Wasser keimfrei machen kann. Thema, was wir auch jetzt in der Zukunft noch mehr untersuchen werden. Die Entwicklung, die war nicht vorher gesehen, das hat sich halt so ergeben, aber so ist es eben in der Forschung. Manchmal kommt man auf Dinge, die man halt nicht so erwartet hat. Und manchmal kommt eben auch mal was raus, was dann die Hypothese nicht bestätigt. Deshalb war das aber nicht umsonst, sondern man hat eben zusätzliche Erkenntnisse gewonnen. Zwei Beispiele aus dem Bereich der Humanphysiologie. Hier sind wir dabei, ein Experiment durchzuführen. Da geht es um die Bestimmung von bestimmten
Kenngrößen, die es ermöglichen sollen, Herz-Kreislauf-Störungen möglichst früh kennenzulernen, insbesondere Herzerkrankungen möglichst früh kennenzulernen. Die Untersuchung von dem Herz-Kreislauf-System in der Schwerelosigkeit ist ein Thema, was also schon über viele Jahre vorangetrieben wird, mit dem sich viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit befassen. Nicht nur um die Mechanismen, die hier eine Rolle spielen, besser zu verstehen, sondern insbesondere auch Erkrankungen besser zu verstehen und diese an den Wurzeln dann zu behandeln. Das war ein Beispiel Herz-Kreislauf-System, hier ein Beispiel aus dem Bereich des Gleichgewichtssystems des Menschen. Hier laufen ja eine Vielzahl von Informationen in unserem Gehirn zusammen, von den sogenannten Vestibularorganen im Innenohr. Die Informationen von unseren Augen werden verwendet, das Gefühl der Hautoberfläche wird verarbeitet, Informationen von den Muskelspindeln, die auch mit geschlossenen Augen und auch in der Schwerelosigkeit uns Auskunft darüber geben, ob wir jetzt das Bein gestreckt oder angewinkelt haben oder den Arm gestreckt, angewinkelt haben. All diese Daten werden im Gehirn verarbeitet und es gibt eben Erkrankungen, bei denen diese Datenverarbeitung nicht mehr richtig funktioniert und diese Menschen dann eben Probleme im Gleichgewicht haben. Und hier kann man eben dadurch, dass die Schwerkraft nicht mehr wirkt und damit die sogenannten Otoliten in den Vestibularorganen keine Informationen mehr erhalten, schauen, wie der Organismus darauf reagiert und Rückschlüsse auf die Art und Weise, wie die Datenverarbeitung dann stattfindet, ziehen und damit auch Maßnahmen treffen, um solche Erkrankungen besser in den Griff zu bekommen. Als letztes noch ein Beispiel Biologie. Ich hatte das eben bei den globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung schon gesagt im Bereich Bekämpfung des Hungers. Hier haben wir Untersuchungen gemacht, da ging es darum, die biochemischen Prozesse, die beim Wachstum von Pflanzen eine Rolle spielen, besser zu verstehen. Es gibt zwei grundlegende Mechanismen, die hier eine Rolle spielen. Der sogenannte Gravitropismus, das heißt, dass die Wurzeln immer in Richtung der Schwerkraft und der Rest der Pflanze entgegen der Schwerkraft wächst, und der sogenannte Phototropismus, dass also die Wurzeln immer entgegen des Lichts und der Rest der Pflanze in Richtung des Lichts arbeiten, wachsen. So. Und diese Prozesse möchte man mit den Versuchen dort besser verstehen, wenn keine Schwerkraft wirkt, wenn kein Licht da ist, wie keilen gewisse Pflanzen. Das Ziel ist, neben dem grundlegenden Verständnis dieser biochemischen Prozesse letztendlich dann auch Nutzpflanzen resistenter gegen Trockenheiten zu machen, sodass es möglich sein sollte, in Regionen, wo man heute eben nur sehr schwer Landwirtschaft betreiben kann, weil dann auch mal längere Zeit eine Dürre ist und wenn man eine Aussaat hat, das gekeimt hat, das alles vertrocknet, um eben pflanzenresistent